Ecke-Trainer des SV Concordia Ehrenfeld. Hier bei den Hallen-Kreismeisterschaften leer. Wie bist du zufrieden mit den Auftritten deiner Mannschaft? Ja, eigentlich sehr zufrieden. Wir haben uns bisher gut verkauft, haben zwar jetzt gerade eine Niederlage wegstecken müssen, aber ich denke, mit einem Sieg ist alles offen, um weiterzukommen. Danach geht es in die Endphase, also sprich K.O.-System, Viertelfinale, Halbfinale, wenn wir denn da hinkommen. Aber ich denke, wenn wir so weiterspielen, haben wir gute Möglichkeiten, dass wir recht weit kommen können. Und wenn es nicht klappt, dann sind wir auch nicht böse. Hauptsache, die Zuschauer haben hier schöne Spiele und es verletzt sich keiner. Alles andere konzentrieren wir uns aufs Feld, auf die Feldrunde. Genau. Wie sieht es aus? Tut sich was in der Winterpause bei euch, personell? Also wir haben personell jetzt in der Winterpause unseren Sergi Maljutin wieder zurückverpflichtet. Der kommt aus Amsterdam wieder zurück und stößt wieder zum Kader dazu, weil wir den Abgang von Ima Rüscher im September ja kompensieren müssen, weil uns ein Mann damit fehlt. Und dementsprechend wird Sergei wieder zurückkommen und da freut sich auch die Mannschaft, weil ich denke, dass er uns mit Sicherheit weiterhelfen kann. Ja, und dann geht die volle Konzentration eben auf die Rückrunde, die ohnehin bei den Top-Teams, die da noch eine Chance auf den Titel haben, wird schwer werden, aber wir versuchen so lange wie möglich eben vorne dran zu bleiben. Und ob es am Ende reicht, haben wir gehört auch das nötige Glück mit dazu. Und ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir schaffen, zumindest recht lange vorne dabei zu sein. So vom Potenzial her, könnt ihr da den Sprung schaffen in die Landesliga? Ja, also ich sag mal so, wenn die Mannschaft, die dann den Aufstieg schafft, das hat sie sich dann ja auch verdient. Nur ist klar, dann wird es ein schweres Jahr werden, wie jeder Aufsteiger das schwer hat. Ob wir verpflichten können, hängt ganz klar auch davon ab, ob sich Gönner finden, die sagen, Mensch, den Verein unterstütze ich eine Klasse höher. Wie man das dann kennt, da kann man entsprechend auch Spieler vom weiteren Umfeld entsprechend ranholen, die auch mit Aufwandsentschädigung im Moment nicht zu bezahlen wären, wenn man, sagen wir mal, aus Oldenburg oder sonst wo Verstärkung herholen müsste. Also ansonsten, sag ich mal, ist es aber nicht unmöglich, wenn man bedenkt, dass man vielleicht nur drei Mannschaften hinter sich lassen muss, je nach Konstellation in den Abstiegsrängen, dann hat man immer eine Chance. Ne? Aber das muss sich dann zeigen, da kann man jetzt keine großen Worte spucken. Aber wir haben noch so viel Arbeit vor uns und längst haben wir es ja auch noch nicht geschafft. Und wir werden uns dann damit beschäftigen, mit dem Thema, wenn wir, sagen wir mal, rechnerisch so weit vorne sein sollten, dass der Titel dabei wirklich rausspringt, dann beschäftigen wir uns mit dem Thema. Ansonsten werden wir nächste Saison wieder in der Bezirksliga weiterspielen und hoffen, dass wir dann zurückblicken können auf eine super Saison. Okay. Danke, Uwe.